Hallihallo, liebe Leute, die Nachbarsbauern sind wieder da und ich mache mal was anderes außer Palettenschubsen. Ich meine, im Landwirtschaftssimulator kann man tatsächlich andere Sachen machen außer Paletten fahren. Unglaublich, aber wahr. Aber das Ganze geht natürlich nur mit dem guten Gacki und der ist gerade an mir vorbeigefahren mit einer etwas größeren Sämaschine. Ich weiß nicht genau, was der da tut, aber er tut's. Ja, ich mache eine Mission, aber ich wollte die ja mit meinem eigenen Traktor machen, aber ich merke, dass der doch ein bisschen schwach auf der Brust ist. Dann hole ich doch mal den großen Rosslyn Mesh jetzt ran. Geht dein Plan doch nicht so ganz auf. Nicht ganz. Dann geht das zwar nicht mit dem Fronttank, weil der keine Fronthydraulik hat. Aber zur Not kann ich ja mit dem Fronttank Saatgut nachholen. Klemm doch den Fendt vor deinem McCormack und dann kannst du mit beiden ziehen. Genau. Keine gute Idee? Nein. Was wert? Mal gucken. Wenn der jetzt auch nicht schneller fährt, dann spanne ich wieder um. Das Problem ist halt, dass der nur 27 generell fährt und bis man da bei dem Feld ist, ist die halbe Folge wieder rum. Ja, aber dafür schießt du ein bisschen, kannst du ein bisschen die Gegend angucken. Ist doch auch ganz toll. Ja. Mal gucken, ob der Dudelsackspieler da ist. Ja, dass du den immer so beleidigst, ne? Irgendwann wird er einfach mal auswandern, weil du so gemein zu ihm bist. Nämlich ein Rettungssanitäter. Und wenn wir dann seine Hilfe brauchen, weißt du, dann haben wir keine mehr. Aber ich glaube, der ist schon ausgewandert. Ich höre nämlich nicht mehr. Okay. Feld 26. Das ist Oh, da unten. Gacki, ich sehe, wir haben ein Problem. Ja. Ich kann nur noch 404 Stunden aufnehmen. Oh Gott, das geht ja gar nicht. Kritisch. Sehr kritisch. Sehr, sehr, sehr. Auf der Platz reicht für heute. Boah. Ach ja. Du, und erzähl mal dein Hardcore-Projekt. Wie läuft denn das so? Gut, lustig, macht Spaß. Viel Arbeit. Also man merkt es einfach, wenn man keine Helfer hat, ist schon ein Unterschied. Und wenn man nicht so wirklich viel Geld verdient. Aber das macht's ja aus. Ja, nicht viel Geld verdienen, das ist ja. I know that. Aber alle haben ungefähr gleich angefangen, ne? Alle mit Silage. Das Einzige, was relativ schnell Geld bringt. Es ist ja zwangsweise, wenn die Hoffläche aus Wiese besteht, macht das ja durchaus Sinn. Ja gut, hatte ich aber eigentlich gar nicht in meinem Plan drin. Das hat sich eigentlich nur so ergeben und bin froh, dass ich doch noch den Step gemacht habe und es dann doch umgesetzt habe. Wobei ich schon echt viel Silage verloren habe durch willkürliche Sachen, aber gut. It is what it is. Ach, ich sehe meine Sämaschine. Naja gut, eigentlich ist es nicht deine, ne? Ja, ich sehe meinen Traktor. Das Hallo. sieht neben dem, was du da jetzt fährst, fast ein bisschen winzig aus. Ja. Und vor allem noch ist er so schön rot und gleich ist er weiß. Jo. Ui, das war zu weit. So. Schauen wir mal. Ja, genau. Was soll das jetzt wieder? Was tust du denn da? Fahr doch einfach los. Ja, mein VCA meint, die Sämaschine ist 0 Meter breit. Oh. Mit dem Traktor. Mit dem anderen ging das. Ja.
Muss man das jetzt kapieren? Ja, es ist Freitag. Es wurde heute gepatcht. Also, achso, stimmt. Nee, es war ja nur mein Patch. Hä? Oh, 15 Meter. Ja, und ein Versatz von 0,2. Ich wollte aber mal die Arbeitsbreite manuell ändern und das hat er bei mir nicht akzeptiert. Oh, manchmal geht's, manchmal geht's nicht. So, aber er hat's jetzt. Ja, und er fährt immerhin, 18. Gut, der ist dann doch ein bisschen stärker. Ja, wäre auch schlimm, wenn nicht. Ja, das stimmt wohl. Weil ich wollte das bei meinem Ladewagen machen, den wollte ich auf die Arbeitspreise von meinem Schwader einstellen, hat er nicht genommen. Hat er nicht akzeptiert, hat er gesagt, nee, mache ich nicht. Mit einer Kommazahl? Nein. Oder ein gerade Meter? Warte mal, doch mit Komma. Muss man gucken, ob du Komma oder Punkt machen musst. Ich glaube, wenn irgendwie... Ich meine, das muss ein Punkt sein. Wenn du Komma machst, übernimmt er das nicht. So irgendwas hatte ich, glaube ich, auch mal gehabt. Ah, okay. Das ist... Oh, kommen jetzt die ganzen Autos her? Ich kann hier nicht drehen, weil da... Ein Auto nach dem anderen. Hey, hallo. Stopp hier. Die sind im Auftrag von mir unterwegs. Ja, das glaube ich auch. Das ist doch jetzt nicht mehr normal hier. Weil du vorhin so einen großen Vorsprung hier hattest, während ich hier mich mit meinem Paletten Spaß hatte. Deswegen habe ich gedacht, muss ich dich mal kurz ein bisschen ausbremsen. Ich hoffe, du nimmst mir es nicht übel, Gacki, aber. Ja, das ist wirklich. Jetzt ist eine größere Lücke. Jetzt kommt. Nee, das reicht wieder nicht. Hallo. Das ist doch nicht mehr normal, was hier an Autos rumfahren auf einmal. Kommt wirklich einer nach dem anderen. Das ist. Aber mach doch einfach die Rundumleuchte an und fahr aus. Das Problem ich ist. Jetzt gerade, wie der viele da vorbeifahren. Der hat keine Rundumleuchte. Aber guck mal, der kommt immer noch. Ich stehe jetzt seit 2 Minuten hier. Oh, jetzt ist fertig. Jetzt ist fertig. Ja, jetzt aber. Jetzt sind sie alle durch. Oh, da kommt schon wieder einer. So. Und wie komme ich jetzt zurück aufs Feld? Man muss warten, bis wieder frei ist. Ja, und ich sehe das kommen. Nachher, wenn ich unten drehen will, kommen sie unten alle vorbeigefahren. Es ist, der Verkehr mobbt mich. Aber wirklich hier. Ach ja, ist das nicht schön. Kleine Frühstückspause. Oh, jetzt riskieren wir es. Jetzt. Nee, das reicht einfach nicht. Der hat keinen Anzug hier, die Maschine. Vielleicht machen wir die mal aus. Sehr schön, Kaki. Ja, so verdienst du feika Geld, Gacki. Möchte ich dann bloß mal gesagt haben, ne? Ja, aber irgendwie so viele Autos gibt es doch gar nicht hier auf der Karte, wie jetzt gerade hier längs fahren. Ja, die fahren alle da im Kreis. Genau um das Feld rum, ich weiß. So, Achtung, Achtung, Achtung. So, hat gepasst. Glück gehabt. So. Und? Oh, er hat vorher angehalten. Das war... Ja. Ich dachte auch schon, ich rasiere dem gleich das Dach. Aber Glück gehabt. Mann. Das habe ich aber jetzt auch schon lange nicht mehr erlebt, sowas. Vor allem, wenn ich da hinten gucke, das geht munter weiter mit den Autos. Ja. Die wollen den großen Traktor mit der riesen Sämaschine bestaunen. Das ist das Hundding ist es nämlich. Ja, die fahren wirklich, wenn ich unten gucke am Feld, die fahren einmal um das Feld außenrum, sozusagen. Ja, vielleicht wäre es geschickt, wenn du andersrum fährst. Bö.
Zur Not, ich werde gleich mal ein Vorgewende ziehen oder zwei. Dann habe ich Platz zum Drehen. Ohne Straße. Das ist wieder mal ein Phänomen hier. Ja. So, ich habe jetzt hier die Hälfte von meinem Zebrastreifen ist gleich fertig. Nein, was heißt die Hälfte? Mein Zebrastreifen ist gleich fertig. So. Ja, ich habe auch schon zwei Bahnen. Oder anders gesagt, 8%. Yay. Yay. Es geht voran. Oder so. So, jetzt fahren wir mal hier wirklich fort. Ja, wobei hier unten bräuchte ich es eigentlich nicht. Da ist genug Platz. Aber egal, da fahren wir einmal jetzt außen rum. Ach ja. und Gacki, Breakfast Sachse hat ja auch gefallen, ne? Ja, auf jeden Fall. Das war witzig. Wir bräuchten noch ein paar Mitspieler hier. Ja. Ja, gerne auch Leute, die ein bisschen schneller sind. Bin immer so einsam. Ja, Hey Bello, was machst du hier schon wieder? demnächst kriegst du nur noch C-Klasse Autos und wir nehmen A. Dann passt das wieder. Okay. Dann nehme ich den Bus, weißt du, mach auf der Ziellinie Blockade, weißt du, und dann. Ja, wenn wir noch ein paar mehr Leute wären bei Breakfast, wäre das schon echt nice, ne? Ja, das auf jeden Fall. Also, wenn ihr Bock habt, ne? Dürft ihr voll gerne euch melden, ne? Also, wir spielen gerne mit euch zusammen. Ganz genau sagen, wann können wir leider noch nicht, ne? Es kommt immer so zwischendrin eigentlich mal, ne? Das wird dann meistens, denke ich mal, so ein bisschen spontan entschieden. Ja, Deswegen ja. am sinnvollsten einfach bei mir auf dem Discord kommen, auch in der Videobeschreibung verlinkt und hier auch im Twitch-Profil. Da diskutieren wir solche Sachen aus, wann es das gibt. Und wie gesagt, dann könnt ihr gerne da auch mal mitmachen. Und live im Stream dabei sein. Ja, das sowieso. Eigentlich müssten wir davon mal. Bello. Be Bello. Ja, Bello. Ich will doch hier jetzt ansehen. Was ist denn los jetzt hier mit dir? Ne? Ja, komm her. Bist ein Guter. Du bist ein Guter. Du bist ein Guter. Aber jetzt komm mal mit. Ich gebe dir Futter und dann machst du dich hier mal kurz weg. Ich muss hier ansehen. Du kannst hier nicht einfach sitzen bleiben. Der Bello wieder, weißt du? Das ist. Ja, immer diese Hunde. So, fast abfüllen. Schau mal, Bello. Bello? Bello? Ich glaube, der mag dein Hafersaatgut lieber. Bello? Was ist denn jetzt? Ich hab meinen Hund verloren. Ja, gut. Wenigstens sitzt er mir jetzt nicht mehr vor der Saatmaschine. Das ist auch schon mal etwas. Was wollte ich gerade erzählen? Ich hab's vergessen. Wir waren irgendwie bei Breakfast noch. Ach so, ja, keine Ahnung. Dann war es nicht Auf so jeden wichtig. Fall, spaßig. Ja, das auf jeden L Fall. lustig. So, weiter geht's. Ja, so, gucken wir mal. 18%. Ja, sehr gut, Kaki. Oh, Und 40.000 Liter Schokolade. was wir jetzt Schwierig. mal dringend mal hier zum Ende bringen müssen, ist mal hier der Forest. Oh. Wir müssen mal echt mal hier loslegen hier.
Ach Gott, so viele tolle Spiele, die wir spielen können, Gaki. Bist du eigentlich auch so Rundenstrategie und so? Ist das so ein bisschen deins? Auch, ja, auch. Auch? Kennst du Heroes of Might and Magic? Nur vom Namen her. Okay. Da gibt es jetzt eine neue Version davon. Also ein Remake. Nein, kein Remake, sondern das hat irgendjemand nachgemacht. Erscheint irgendwie bald. Ist eigentlich, also sieht hundertprozentig aus wie Heroes of Might and Magic, aber. Ja, wir hatten uns gestern ja auch so ein bisschen im Livestream unterhalten, was man sonst noch so machen könnte. Und was dabei rausgekommen? Moritz, Hallöchen. Hallo Moritz. Irgendwie kam dann auf Valorant. Valorant ist ein Shooter, oder? Ja. So ein Battle Royale Shooter, oder? So, irgendwie sowas in der Art. Okay. Wobei ich da nicht weiß, ob das ist, glaube ich, nicht so meine Richtung. Meins auch nicht. Ja, und dann die ganz klassische Idee Minecraft. Minecraft, boah, ja, da hätte ich ja eigentlich schon mal ein bisschen Bock drauf. Für die Pro-Mods brauchst du jetzt alle DLCs, Moritz. Also auch inklusive Iberia. Das war ja das Letzte, was gefehlt hat. Das braucht man inzwischen. Also alle Länder-DLCs. Kam sonst noch lustige Ideen auf? Ich glaube nicht. Ja, das Problem kenne ich, Moritz. Das kenne ich nur zu gut. Aber also zu Minecraft gibt es ja noch so ein Pendant, das nennt sich Echo. Das ist wenigstens endlich. Also Echo hat tatsächlich auch ein Spielende. Achso, Hello Neighbor hat Moritz noch vorgeschlagen. Hello Neighbor, das geht es im Multiplayer? Oh, Weiß da ich steht ein nicht. Baum. Kann ich auch nicht sagen, kenne ich nicht. Kenn das Spiel, aber weiß ich nicht, ob das im Multiplayer geht. Auch Philipp, noch nicht. Und die Mission bringt hier richtig Geld wieder. Ich habe ja nur ein bisschen investiert in der Zwischenzeit, deswegen ist der Kontostand wieder ein bisschen weniger geworden. Ja, wunderbar. Jetzt, oh, mein Saatgut ist gleich leer. Ja, gut. Darf Ach ich so, ach so, einmal. bei Moritz. Ach so, ja gut, dann nicht. Ja, und am Montag gibt es wieder hier Fat Life Hardcore-Projekt, ja? Das auf jeden Fall. Gut, Ich bin gut. am Ich freue über mich. ich bin am überlegen, ob ich vielleicht Sonntagmittag ein bisschen streame vor Formel 1. Vom Hardcore. War so meine Überlegung. Da bin ich vielleicht nicht da, vielleicht aber auch schon. Weiß Kann ich man gerade noch nicht. ja mal gucken, weil irgendwann muss ich auch mal wieder ein bisschen was machen. Weil morgen muss ich erstmal meine ganzen anderen Sachen wieder aufnehmen. Und dann, wenn ich dann irgendwie so einen Aufnahmemarathon habe, dann habe ich hinterher keine Lust, noch irgendwas anderes zu machen. Und abends ist dann eh wieder ETS. Wann? Morgen Abend. Ich hab gedacht, du hast einen Bann. Ja, es gibt ja, der Bann ist ja auf dem großen Multiplayer-Server. Aber man kann ja einen privaten Multiplayer mit bis zu 8 Leuten machen und Ach so. dann fahren wir eben so. Ach so. Das geht auch noch. Aber weißt du was? Es ist schon wieder an der Zeit. Ja. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist Ja, es wirklich schon zu wären wir spät? jetzt nicht bei YouTube, würde ich das sogar einspielen, aber Aber
Es ist halt so. Wir wollen ja kein Copyright Ding bekommen. Richtig. Na gut, liebe Leute, dann schmeiße ich euch jetzt mal raus, ne, so hier wörtlich. Und morgen 12 Uhr geht's hier wieder weiter bei den Nachbarsbauern. Tatsächlich wieder mit ein bisschen landwirtschaftlichen Arbeiten. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst uns doch mal ein Däumchen da, ne, oder auch gerne einen Kommentar. Bei mir und beim Gacki Kanäle findet ihr überall Videobeschreibungen hin und her, Link und so, alles da. Ne, dann tschüss. Auch von mir, ciao, bis morgen oder freitags abends im Livestream hier auf Twitch. Ciao, hau.